Hallo zusammen, iZocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Tuf immer zur blauen Gebirge, anzunehmen bei Selormu, auf den Ebenen von Onara, an dieser Position. Vorquest war Tuf auf den Ebenen von Onara. Nehme hier die Quest gleich mal an. Und ich werde einfach die Punkte auf der Karte abarbeiten, wie sie mir angezeigt werden. Hier wird mir dieser Punkt als erstes angezeigt. Ich werde mich jetzt dahin begeben und sobald ich da bin, werde ich mich bei euch melden, damit ihr seht, wo das genau ist und was man da machen muss. Jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Da bin ich wieder und was auf der Karte angezeigt wurde, ist Frostlandüberflug. Ist heute zufällig auch Weltquest, immer zur blauen Gebirge, aber mir geht es hier um diese Quest. Hier nochmal die Position. Wir befinden uns hier mitten zwischen Eis und Schnee. Da unten Lager Vantonidas. Und mal schauen, was wir hier machen dürfen. Ah ja, nach unten und dann scharf links. Okay. Vorwärtsschub, damit gleich mal ein bisschen Tempo. Links halten. Dann hier nach unten. Durch die Bäume. Bis jetzt ist alles ziemlich entspannt. Jetzt gewinnen wir ein Tempo. Noch mehr Tempo. Jetzt fängt es an, Laune zu machen. Ui. Vorsicht, Äste. Die Äste können euch ziemlich stark ausbremsen. Jetzt bin ich gegen den Baum gedonnert, aber ich habe Vorwärtsschub genutzt. Und jetzt werde ich sowieso beschleunigt. Scharf rechts. Rechts, links. Nutze nochmal Vorwärtsschub. Die Strecke scheint ja ziemlich lang zu sein. Beschleunigung. Und jetzt geht's nach oben. Ui, ui. Ah ja, hier müssen wir landen. So, Frostlandüberflug abgehakt. Und das nächste ist gleich daneben. Irgendwo hier lang. Mal schauen. Und auf da unten? Ich tippe auf da unten. Müsste irgendwo hier sein. Ah ja, da ist es. Da unten lag Vantonidas mit diesem Turm. Und direkt hier sei mal dahinter. Und was sind wir hier überhaupt? Iskavatur, nein, nein. Ah, Sprint des Azurblauen Gebirges. Das ist an dieser Position. Müsste das da sein? Auf geht's. Die Aspekte mögen euch segnen. Ah ja, ich nutze gleich Dings, Aufstieg gen Himmel und dann direkt Vorwärtsschub. Wow, ich habe den Sprint da nicht gesehen, diesen Strudel. Es war fast zu viel nach vorne gewesen. Ui, bin ich schnell. Gleich geht's scharf links. Ich habe hier, glaube ich, eine Abkürzung genommen. Habe ich was ausgelassen? Ich glaube, ich habe hier was ausgelassen. Ja, da werde ich zurückgeportet. Direkt noch einmal. Also, ihr seht, wenn man was auslässt und zu weit fliegt, schaut mal, diesen Strudel mitnehmen.
Und mal schauen, ob ich es jetzt schaffe. So, hier lang. Hier nach unten. Ah, diesen Kreis habe ich, glaube ich, ausgelassen. Aha, hinter den Baum fliegen und dann geht's weiter. Scharf links. Tempo. Ah, die Strecke macht schon Spaß. Hier gibt es gleich nochmal Tempo. Ich nutze einmal Vorwärtsschub. Wow. Hier entlang. Viele lange gerade Strecken. Und scharf links. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Wo geht's lang? Dort lang. Ach, das wäre schon das Ziel gewesen. Ich hab's tatsächlich geschafft. Also, ihr könnt noch abwämsen, zurückdrehen und dann euch neu orientieren. Ihr werdet nicht sofort zurückgeportet. Und wie gesagt, das war der Sprint des Azurblauen Gebirges. Ich fliege jetzt hier hin und dann melde ich mich von dort. Bis gleich. Da bin ich auch schon. Schön übersichtlich. Und wir sind hier beim Archiv Ring. An dieser Position. Kann es sein, dass es im Archiv um den Kreis geht? Irgendwie. Na, mal schauen. Ich bin gespannt. Okay, am Anfang geht's direkt steil nach unten. Vorwärtsschub, damit wir vorankommen. Nochmal Vorwärtsschub. Und jetzt bekommen wir automatisch Tempo mit. Scharf links. Und dann? Nach unten. Ich habe einen Kreis gezogen, weil ich die Orientierung verloren habe. Jetzt bekommen wir Tempo. Vorwärtsschub nutze ich. Nochmal so Tempo. Links halten, dann rechts halten. Das ist cool. Zum Teil sehr unübersichtlich. Vorwärtsschub. Hui. Oh ja. Pjum, pjum. Links. Ach, jetzt geht's hier im Kreis. Schaut mal. Hier lang, hier lang. Nutze einmal Vorwärtsschub. Nochmal. Ui. Ah, geschafft. Archivring abgehakt. Was wird mir als nächstes angezeigt? Hier unten. Okay. Dann melde ich mich von dort unten bei euch wieder. Bis gleich. Da bin ich auch schon. An dieser Position. Von hier kann man ganz gut die Skava sehen. Die Gegend. Und ich würde mal sagen, das ist die Skava-Tour, wenn ich schon so nah bei Skava bin. Ich starte mal. Scharf links direkt, gut. Nutze gleich mal Vorwärtsschub. Und nochmal scharf links. Hier werden wir beschleunigt. Geradeaus, bisschen links. Wow, das macht Laune. So.
Vorwärtsschub. Nochmal Vorwärtsschub. Hier lang. Die Bäume waren ein bisschen im Weg, aber es geht. Steil nach unten. Links, scharf. Hier gibt es Beschleunigung. Oh, Vorsicht. Hier ganz viele Winkel. Ich glaube, gleich werden wir landen. Ich nutze nochmal Vorwärtsschub. So, da hoch. Yo, geschafft. Mit Silber. Genau, Iskavatur. So, was haben wir? Okay, wir müssen da hoch. Ich melde mich von da oben bei euch. Ich bin angekommen. Hier auch die Map. Und das ist das Slalom des Azurblauen Gebirges. Slalom? Das hört sich, glaube ich, nach vielen Ecken und Abbiegungen ein, oder? Ich starte gleich mal. So. Ich nutze Aufstieg in Himmel, Sturzflug, links halten, Vorwärtsschub. Und jetzt haben wir schon ein bisschen Tempo. Hier gibt es noch mehr Tempo. Gleich wieder links und nach dem Baum rechts. Wieder links, nochmal links. Rechts. Wie? Nicht durch den Baum, so. Hier Beschleunigung, das benötigen wir. Nochmal Beschleunigung. Und da lang. Wow. Das war ja kurz und einfach. Ja, fand ich gut. Und der letzte Punkt ist da oben. Sehr weiter Flug. Nochmals, bis gleich. Da bin ich auch schon beim letzten Punkt. Müsste der Wachtwornaufstieg sein. Hier war auch die Map. Ist schön übersichtlich, diese Plattform hier. Und ich bin gespannt, wo wir da lang fliegen müssen. Ah ja, hier nach unten. Den Strudel hier mitnehmen. Ui. Strudel, wow. Ah, schön lange Strecke. Ich glaube, die Feuerkugeln, die verlangsamen uns. Die sollen wir nicht mitnehmen. Bisschen ausweichen. Aber das ist cool gemacht. Vorwärtsschub links. Wow. Den Zapfen ausgewichen. Scharf links, dann rechts. Steil nach unten. Vorwärtsschub. Coole Strecke, die gefällt mir. Und Quest ist bereit zur Abgabe. Ich melde mich dann beim Abgabepunkt. Natürlich werde ich euch dann zeigen, wo das ist, wie, was, wo und so weiter. Bleibt dran, euch wird geholfen. Da bin ich auch schon beim Abgabepunkt. Quest ist abzugeben bei Selormu, im Azurblauen Gebirge, an dieser Position.
Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!